Sagen Sie, Herr... Der Name tut hier nichts zur Sache. Ich antworte Ihnen hier schließlich stellvertretend für eine ganze Generation. Na gut, dann frage ich Sie eben. Wie war das eigentlich mit Ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP? Die habe ich vergessen. Sie meinen, Sie hatten sie vergessen? Bitte? Nachdem man Sie jetzt davon in Kenntnis gesetzt hat, ist der Vorgang des Vergessenhabens ja abgeschlossen. Ach so. Das ist wie mit einem Schirm. Solange Sie sagen, Sie haben ihn vergessen, ist er weg. Sagen Sie aber, Sie hatten ihn vergessen, dann haben Sie ihn wieder. Wollen Sie damit sagen, dass ich meine NSDAP-Mitgliedschaft jetzt wieder habe? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Oh, pardon, gesagt haben. Also gut, ich hatte Sie wohl vergessen gehabt. Naja, erinnern Sie sich eigentlich noch an den Zeitpunkt, an dem Sie sie vergaßen? Also mit vergasen hatte ich nie etwas zu tun. Ich sagte ja auch vergasen, mit SS. Ich meine den Zeitpunkt, an dem Sie sie vergasen. Wissen Sie den noch? Nein, den hatte ich auch vergessen. Habe? Bitte? Ja, Sie haben ihn vergessen, sonst wüssten Sie ihn ja jetzt. Tja, wissen Sie, die Sache war die, ich war damals noch sehr jung, 18, wollte etwas werden. In der Partei? Nein, im Beruf, also hätte man es gerne zu etwas gebracht. Haben wollen? Ja, und man hätte auch in der Partei für die Ideale eintreten können, die man selbst hätte gehabt haben müssen. Sollen? Nein, hatte. Und es wäre auch leichter gewesen, wenn man nicht Frau und Kind gehabt hätte. Mit 18. Hätte man haben wollen, wollte ich damit gesagt haben. Aber wenn ich sage, dass ich das alles habe vergessen können und vergessen gemusst haben, dass da manches nicht vergessen worden sein dürfte, was man selbst nie vergessen gehabt haben hätte. Würde. Wie bitte? Würde. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht, wie Sie so ganz ohne Würde auskommen können.